It's like a kiss from an angel. When I see you walking in that door, I've been blessed when a stranger came along for me to adore. Ja, heute ein Update von mir zu der, ich muss gerade spicken, 37. und 38. Woche. Und ja, wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Ja, hallo, schön, dass ihr dabei seid. Heute mein Update zu der 37. und 38. Schwangerschaftswoche. Etwas verspätet, tut mir leid. Es ist jetzt auch leider schon etwas später, aber ich habe es echt nicht hinbekommen, das irgendwie jetzt früher zu machen. Und ja, ich bin froh, dass ich das jetzt ja, noch schnell abdrehen kann. Ja, und dann fangen wir auch gleich an. Und zwar bei der 37. Woche. Die ging bei mir vom 20.03. bis zum 27.03. Und ich hatte folgende Symptome. Schmerzen beim Husten in der rechten Leiste. Und ein mehr oder minder kein Bock mehr Gefühl aufgrund der Erkältung, die ja immer noch irgendwie bei mir nachgewirkt hat. Und ich war recht genervt in der Woche. Ja. Wie gesagt, ja, Schmerzen beim Husten halt, weil alles so gereizt war und wahrscheinlich auch so gestaucht, weil ich immer wieder husten musste und auch jetzt immer wieder husten muss, aber es geht mittlerweile. Ja, ich habe ja einiges dagegen genommen oder ich nehme jetzt einiges gegen den Husten. Das habt ihr ja in meinem Vlog gesehen, was ich mir da geholt habe. Das war einmal der Spitzwegerich Saft und diese Pastillen. Ja, und ja, doch, also es wirkt eigentlich ganz gut und lässt mich auf jeden Fall in der Nacht ruhiger schlafen, aber oh, dieser ständige Hustenreiz, das ist echt nicht mehr schön und ich hoffe, dass es bald vorbei ist und ja, wieder alles ja, normal wird, sage ich jetzt mal so. Ja, kein Bock mehr Gefühl, ist verständlich aufgrund ja, der Erkältung, die ich ja irgendwie hatte. Und davor hatte ich ja vor der Erkältung, hatte ich ja diese Nesselsucht, diese Urtikaria kurzzeitig. Und davor war ich ja nochmal irgendwie erkältet. Also irgendwie nur krank sein und immer was anderes. Das macht echt keinen Spaß mehr. Und dann hat man natürlich auch keinen Bock mehr auf schwanger sein, ist klar, ne? Und das, aufgrund dieses, ja, ich habe keinen Bock mehr, war man dann halt auch schon ziemlich genervt. Also ich habe das dann schon gemerkt, dass ich in sehr vielen Dingen einfach total genervt, gereizt war. Und ja, es hat halt einfach wirklich, ja, es war einfach so. Was war denn noch in der Woche? Ja, ich habe mir ein Wickelregal besorgt. Gebraucht, weil ich will einfach, ich weigere mich einfach jetzt nochmal alles neu zu kaufen. Entschuldigung. Aber ja, die Wickelkommode, die wir hatten, die hat leider den Umzug nicht überlebt und jetzt hatten wir uns schon eine neue gekauft, aber die war irgendwie auch ohne Aufsatz. Aber die, also die war auch gebraucht, aber die war ohne Aufsatz und ja, das hätten wir dann irgendwie noch dazu
kaufen müssen, aber das gab es dann auch irgendwie nicht in dieser Größe und ach, das war irgendwie alles doof und dann hätten wir uns das irgendwie selber zusammenbauen müssen und das war mir zu viel Arbeit. Also habe ich gesagt, okay, es bleibt jetzt bei einer kleinen Kommode, da kommen dann die ganzen Sachen rein, wie Handtücher von der Kleinen oder Lätzchen, Waschlappen, Hygienesachen halt einfach, Pampers und sowas. Und ja, auf dem Wickelregal, ja, wickle ich sie dann halt. Also es hat auch was für sich. Ja, zu der... Achso, genau. Dann haben wir noch einen Spielebogen gekauft. Diesen von Fisher-Price. Dieser Rainforest. Da habe ich auch schon ein Video zu gemacht. Ja, könnt ihr mal in meinen Videos gucken. Einfach mal scrollen, dann findet ihr das Video. Ja, was haben wir noch? Die Wippe, auch von Fisher-Price, von Papasan. Die haben wir auch gekauft. Und ja, dazu habe ich auch ein Video gemacht. Da könnt ihr auch einfach mal gucken, wenn ihr es nicht schon gesehen habt. Und ja, soweit ist alles fertig. Ja, alles Baby fertig. Sie muss einfach nur noch kommen. Und ja, zu der Kleinen gab es in der Woche nicht wirklich viel zu erzählen, weil ja, sie bewegt sich einfach nicht mehr so viel und sie hat ihre Zeiten, in denen sie wach ist, sie hat ihre Zeiten, in denen sie einfach schläft und ruhig ist und man sie gar nicht spürt. Und ja, meistens ist sie dann so abends oder morgens, hat sie dann so ihre 1 bis 2 Stunden. Da ist sie dann mal wach und dann tritt sie auch mal, aber ansonsten ist sie eher ein ruhiges Baby geworden, also noch ruhiger als sie eh schon war. Ja, ansonsten war es das eigentlich zu der 37. Woche. Ja, genau. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zur 38. Woche. Wenn euch das interessiert, dann könnt ihr einfach dran. Ja, die 38. Woche, die ging bei mir vom 27.03. bis zum 4.04. Symptome dieser Woche: Wehen, Becken und Hüftschmerzen. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Wehen? Keine richtigen Wehen, es waren wahrscheinlich einfach nur die Übungswehen, die dann kommen, wo der Bauch hart wird und es vielleicht ein bisschen weh tut. Ich hatte teilweise auch Wehen, die dann irgendwie in den Rücken gezogen haben oder mehr oder weniger am Rücken angefangen haben. Ich kenne das überhaupt nicht. Und die sich dann so langsam nach vorne gearbeitet haben. Ja, da waren ein paar Wehen halt da und die waren dann auch unangenehm, aber es war auszuhalten. Ja, Becken- und Hüftschmerzen ist selbsterklärend. Die Kleine liegt ziemlich weit unten mit dem Köpfchen schon im Becken und ja, das wird einfach das Gewicht von der Kleinen sein und eben weil sie mit dem Kopf so weit ins Becken reindrückt und das, ja, bleibt dann nicht aus, dass es dann einfach schmerzt. Das ist Becken und die Hüfte, dass die anfangen zu schmerzen, ist ganz normal. Und ich muss sagen, ich bin in dieser Schwangerschaft damit echt gut bedient, weil mein Kleiner war, oh, das war die Hölle. Und ich glaube, da hat das angefangen in der, lass mich nicht lügen, 32. Woche. Da hatte ich dann schon Hüftschmerzen. Also, ich bin jetzt echt gut dabei. Ja, was war denn noch? Wir waren noch mal in der Klinik. Das habt ihr auch in dem Vlog gesehen. Ganz kurz, da gibt es auch wirklich nicht mehr dazu zu erzählen, weil es wurde einfach nur noch mal die Lage gecheckt, ob sie sich jetzt wirklich noch mal gedreht hat. Und ja, das war ja nicht der Fall.
Im Gegenteil, sie liegt bombenfest mit ihrem Kopf im Becken drin und ja, fester geht es eigentlich schon fast gar nicht mehr und tiefer geht es auch gar nicht mehr und ich bin echt froh drum, dass sie sich da echt so reingesenkt hat und ich meine gesehen zu haben, dass, ja, dass der Bauch auch ein bisschen sich gesenkt hat. Ja. Und das ist doch schon mal positiv zu vermerken. Die Größe und das Gewicht kann ich euch leider nicht sagen, weil sie da, glaube ich, die Ärztin, glaube ich, gar nicht richtig gemessen hat. Ja, sie hat jetzt einfach nur nach der Versorgung geschaut. Die war in Ordnung. Fruchtwasser war zu dem Zeitpunkt auch noch in Ordnung. Ja. Ansonsten gab es eigentlich dazu gar nicht viel zu erzählen. Nö. Und ja, ich hatte in der Woche einfach immer noch dieses kein Bock mehr Gefühl. Und ja, das hat sich bis jetzt auch nicht mehr so wirklich geändert. Also auf der einen Seite will man natürlich das alles lange, so lange wie möglich genießen. Auf der anderen Seite wird es einfach beschwerlich und ja. So langsam möchte man dann doch, dass es vorbei ist. Ich trinke Himbeerblättertee. Aber ja, nicht wirklich regelmäßig. Also vielleicht so alle 2 Tage eine Kanne. Und ja, mal gucken. Also ich habe ja bei meinem Kleinsten echt alles ausprobiert. Und wer die Videos gesehen hat, der weiß das. Es hat nicht funktioniert. Ich musste trotzdem eingeleitet werden. Das Einzige, was mich halt wirklich nervt bezüglich Einleiten, wenn es wirklich daraus hinauslaufen würde. Ich habe am 16.04. einen Bindungstermin und einleiten wollten sie dann am 23.04. Das Blöde ist, dass am 23.04. mein Großer schon Geburtstag hat. Und da habe ich überhaupt gar keine Lust drauf. Also den würde ich schon gerne noch mit mir feiern und dann vielleicht einen Tag später oder 2 Tage später an die Klinik gehen. Wenn sie nicht sich dazu entschließt, an dem Tag spontan zu kommen. Ne? Das wäre natürlich richtig doof für den Großen. Das kann ich nachvollziehen, ja. Ja, ansonsten zu der Kleinen. Es ist genau dasselbe wie in der 37. Woche. Sie bewegt sich ja dann, wenn sie halt mal wach ist, was relativ selten vorkommt, weil ich einfach glaube, dass sie einen Wachstumsschub hat. Ja, deswegen einfach sich weniger bewegt und viel, viel schläft, nochmal alle Kraft zusammennimmt und ja, deswegen einfach etwas ruhiger ist und ja, es ist ja jetzt auch nicht mehr so viel Platz im Bauch, ne? Also die Bewegungen sind jetzt langsamer, streift mehr und ja, sie sind einfach nicht mehr so ruckartig, ne? Also wir haben auch im Krankenhaus beim CTG gemerkt, dass sie sehr ruhig war, also wenig Kindsbewegung. Hat dann die Hebamme versucht, die Kleine zu wecken, erfolglos würde ich meinen, indem sie am Bauch gerüttelt hat. Aber meine Kleine ist da echt schmerzfrei. Die ist so einiges schon gewöhnt. Durch ihre Geschwister, die immer mal kommen und am Bauch streicheln und so weiter. Und von daher hat sie sich da gar nicht stören lassen. Ja, wie gesagt, eine coole Socke. Es gibt einfach nicht mehr zu erzählen. Ja. Das war auch schon meine 38. Woche. Ich bin jetzt 39 plus 2. Jetzt haben wir noch eine Woche und ich glaube 5 Tage. Dann ist Entbindungstermin. Mal die Daumen drücken. Also Angst vor der Geburt habe ich nicht. Im Gegenteil, ich freue mich drauf, dass es dann endlich losgeht. Ja, ansonsten
gibt es eigentlich nicht wirklich was dazu zu sagen, weil ich kenne es halt nun auch schon und ich weiß, auf was ich mich da vorbereiten muss, was auf mich zukommt. Ja, und wie gesagt, ich freue mich drauf, das dann endlich hinter mir zu haben und ja, langsam wieder mich der Normalität hingeben zu können und meinen Körper wieder für mich zu haben. Ich weiß, danach ist es nochmal eine Ecke schwieriger. Ja, weil halt einfach ein Kind mehr da ist, aber die Routine wird schon richten, sag ich mir. Und ja, ich wollte euch jetzt einfach mal bei der Gelegenheit, Entschuldigung, meine Wickeltasche zeigen. Ich habe mir nämlich eine neue besorgt und da wollte ich euch mal zeigen, was da so drin ist. Und zwar ist es die Wickeltasche von Baby Dream vom Rossmann. Die hat 20 Euro doch, hat die gekostet. Und sieht so aus. So. Sie ist in so einer extra ja, Plastiktasche. So. Und erstmal, ja, das schöne Plättchen, was da mit drin lag. Ja, die gab es halt in zwei verschiedenen Farben. Und die gepunktete hat mir aber nicht so gefallen. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich die ergattern konnte. Und zwar sehen wir hier hinten schon, da hat sie schon so ein Fach. Ganz schön mit so einem Verschluss. Also einfach so zum Klicken. Ja, also echt schon sehr schön modern gehalten. Könnte man schon fast als Alltagstasche benutzen. Mit den Henkeln hier, sieht echt stylisch aus, finde ich. Hier hat sie nochmal vorne so ein Riesenfach. Oh, und ich sehe gerade, hier ist dann das, der andere Gurt. Den kann man dann hier so, ich mache das gerade mal, damit man das halt auch an den Kinderwagen machen kann. Ah, einen habe ich schon dran. Wollen wir den anderen auch gleich mal dran klemmen. So, aber jetzt. So sieht das dann fertig aus. Dann kann man das echt toll an den, ja, an den Kinderwagen klemmen oder beziehungsweise dranhängen. Hier sind nochmal so könnte man es dann auch an den Kinderwagen machen. Verschlüsse. Ja. Dann haben wir hier so ein Fach, da könnte man theoretisch eine Flasche reintun. Und auf der anderen Seite haben wir nochmal genau denselben Verschluss und auch so ein kleines Fächleinchen. Und vorne haben wir nochmal zwei kleine Fächer und hier auch. So, jetzt wollen wir da mal reingucken. So, was haben wir denn da alles drin? Einiges. Und zwar sind hier einmal Baby Dream Sicherheitswattestäbchen, 100% Baumwolle mit Sicherheitszone, 70 Stück. So, aus echt süß gemacht mit dem Löwen da drauf und den Ballons. Dann haben wir einmal eine Wickelunterlage. Ja, aber ich nehme eigentlich sowieso meist immer diese Einmalwickelunterlagen, weil die mir einfach besser gefallen. Süß. Dann haben wir einmal Nummer 2 Mini Pampers, 3 bis 6 Kilo, 2 Stück. Ja, weil
in die Nummer 1 passen sie ja ganz schnell nicht mehr rein. Und deswegen ist es ganz gut, dass sie da hier zwei reingepackt haben. Dann haben wir hier einmal Feuchttücher für unterwegs. Auch nicht schlecht. Das ist halt Geschmackssache. Die einen mögen Feuchttücher, die anderen nicht. Also ich finde es eigentlich ganz gut. Und dann noch einmal trockene Tücher. Pflegetücher. Also einfach wie normale Kosmetiktücher. Ja. Ja, das war es eigentlich auch schon. Ansonsten gibt es da nicht viel, was sie uns noch bieten kann. So sieht das Ganze von innen aus. Da haben wir halt auch noch kleine Fächer, in denen man halt was reinmachen kann. Ja. Ja, alles in allem echt schön. Ja, sehr ergiebig. Also man kann schon viel drin verstauen, finde ich. Und ja, ich sag mal so, für 20 Euro kann man echt nicht meckern. Es sind noch ein paar Sachen dabei. Und ja, ich finde es gut. Mir gefällt sie sehr gut. Und ja, das war's. So. Ja. Echt schön. Wie gesagt, gibt's im Rossmann. Und wer daran Interesse hat, der ja, kann hingehen, kann sich auch holen. Ja, ansonsten gibt's jetzt auch nichts mehr zu erzählen. Das war's schon. Ja. Ich würde sagen, ich beende jetzt hier mit dieses Video und zeige euch noch schnell meinen Bauch von der 39. Schwangerschaftswoche mittlerweile. Und ja, ich hoffe ja, dass das vielleicht sogar mein letztes Video oder Update gewesen sein wird. Aber ja, wie ich mich kenne, ne, gehe ich wieder über Termin. Also würde es denn wahrscheinlich noch ein Update geben oder vielleicht sogar zwei, wer weiß. Ja, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt den Bauch und das war es dann auch schon. Write this song in memory of the wayward smile, the boy we won't forget. The soul you took away from us, the river flows, the tears that we wept. Missing you is all. Like a kiss from an angel. When I see you walking in that door, I've been blessed when a stranger came along for me to adore.